Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video möchte ich Ihnen mal die Streaming-Plattform von Microsoft Office 365, genannt Stream, vorstellen. Wer sich schon ein bisschen in Teams umgeschaut hat, schon ein bisschen drin rumgestöbert hat, der ist vielleicht schon mal hier unten, wenn man einen neuen Beitrag schreiben möchte, über dieses Symbol hier drüber gestolpert. Dieses hier, das ist diese Streaming-App oder dieses Streaming-Portal. Was es damit auf sich hat, will ich mal kurz zeigen. Microsoft hat in seinem Office 365-Paket eine neue Funktion, und zwar dieses sogenannte Stream, das ist das Symbol hierfür. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Alternative zu YouTube innerhalb der Office 365 Software. Man geht, wie ich es eben gerade schon gemacht habe, hier auf diese drei Punkte, dann kommen die Apps. Wenn das nicht direkt gezeigt wird, dann kann man das hier oben auch suchen. Ansonsten ist es dann hier eingestellt und man geht dann hier auf diesen Klick und wird dann verlinkt auf eine Internetseite, wo im Prinzip dieser Stream gehostet ist. Ja, das ist jetzt die Oberfläche hier von diesem Stream und das ist dann halt jeweils individuell, wenn Sie mit Ihrem Schulaccount oder Unternehmensaccount angemeldet sind, die entsprechende Seite. Jetzt ist hier halt noch nichts drin oder eigentlich noch nichts drin und ich zeige Ihnen mal, was man dann alles machen kann. Wenn man schon Videos drin hat, dann sehen Sie hier meine beiden Testversuche und da sieht man im Prinzip das, was man schon an Videos drin hat und man kann im Prinzip hier auch dann suchen und nach Videos, nach bestimmten Kanälen, nach Personen oder nach Gruppen. Das heißt, man kann das immer auch ein bisschen einschränken, wer da Zugriff hat auf welche Inhalte. Und hier bei meinen Inhalten ist es im Prinzip genauso. Da kann man im Prinzip recherchieren, in welchen Bereichen man schon Videos hat. Das ist einfach, um den Zugriff ein bisschen einzuschränken. Und das Kreative, das Produktive, das finden Sie hier unter Erstellen. Und da gibt es folgende Möglichkeiten. Entweder Sie haben schon ein Video erstellt. Ich hatte zum Beispiel in einem anderen How-To-Tutorial mal vorgestellt, wie man innerhalb von PowerPoint auch Videos erstellen kann, Präsentationen aufzeichnen kann. Das könnte man dann hier hochladen und den Schülern, den Kollegen und Kolleginnen oder der gesamten Schulgemeinde, wem auch immer, zur Verfügung stellen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Bildschirm aufzuzeichnen. Das heißt, wir haben hier auch wieder ein weiteres Screencasting-Tool, ähnlich wie jetzt bei PowerPoint, was ich da schon vorgestellt hatte, kann man hier auch den Bildschirm aufzeichnen und daraus ein Erklärvideo oder sonst was erstellen. Die beiden Bereiche hier, Kanal oder Gruppe, das ist das gleiche, was ich hier neben schon erklärt hatte. Da kann man die Empfänger der Videos, die man hochlädt, sozusagen gruppieren. Man kann also den Zugriff einschränken, indem man Gruppen bildet, wenn man in einem geschlossenen Raum die Videos nur bearbeiten und teilen möchte. Was es noch gibt, ist das sogenannte Live-Ereignis. Das ist etwas anderes als die sogenannten Besprechungen, mit denen man so Videokonferenzen in Teams abhalten kann. Das ist eher was Größeres. Das sind so, wie man es aus den Schulungen, den Webinars, die aktuell laufen, von Microsoft, von verschiedenen anderen Anbietern, da ist eher ein größeres Publikum angesprochen und da geht es auch weniger um Interaktion, höchstens vielleicht, dass man Fragen stellen kann in einem Chat, aber eben nicht wie so eine Videokonferenz, wo man gemeinsam irgendwie Dinge bespricht, sondern hier geht es mehr um Schulungen oder größere Informationsveranstaltungen, die aber eher, eindimensional in eine Richtung die Kommunikation stattfindet. Ich will noch mal kurz zeigen, wie das hier mit dem Bildschirm aufzeichnen funktioniert. Man bekommt dann hier so ein kleines Fenster, wo man noch entscheiden kann, ob man die Kamera, die eigene Webcam an- oder ausmachen möchte, kann den Ton an- oder ausmachen und das Mikrofon auswählen. Und dann startet man einfach die Aufzeichnung. Ich zeige das mal gerade. Man kann dann hier auswählen, ob man den gesamten Bildschirm aufnehmen will und alles, was man dort tut. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Monitor, den kann man auswählen. Oder aber
Man nimmt bestimmte Anwendungsfenster, wenn man jetzt bestimmte Programme geöffnet hat, PowerPoint, Excel oder sowas, dann kann man da das auswählen direkt oder man kann auch einzelne Tabs aus dem Browser aufnehmen. Das kann man also entscheiden und dann die Aufzeichnung starten. Und wenn es einem gefällt, wenn die Aufzeichnung gelungen ist, dann kann man die direkt auch hier auf dem eigenen Bereich in Stream hochladen. Das ist diese Funktion. Ja, und wie Sie hier an meinen beiden Beispielen sehen, hier habe ich einmal ein Live-Ereignis getestet und hier habe ich mal ein Testvideo erstellt und habe das dann aber erstmal nur als Entwurf gespeichert. Und wenn ich jetzt hier auf Veröffentlichen gehen würde, kann ich das dann auf meine Videoliste anzeigen lassen und dann auch entsprechend in Teams teilen und zur Verfügung stellen. Hier könnte man das dann noch weiter nachbearbeiten. Und ja, Sie sehen, dass Office 365 bietet sehr viele Möglichkeiten, interaktive Inhalte zu gestalten und zur Verfügung zu stellen. Ja, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht und wünsche viel Spaß beim selber Ausprobieren.